Zeugen Jehovas sind weit und breit dafür bekannt, dass sie von Haus zu Haus gehen und vordergründig versuchen, mit ihren Mitmenschen über die Bibel zu sprechen. Intern jedoch haben sie die Zielvorgabe, Menschen, die sich für die Bibel interessieren, zur Organisation Gottes zu führen. Um dieses Ziel effektiv zu erreichen, wurden Jehovas Zeugen jahrzehntelang in regelmäßigen Abständen intensiv aufgefordert, sich gründlich Notizen über die angetroffenen Personen zu machen. Zum Beispiel über ihre Erreichbarkeit, über ihre religiöse Überzeugung oder ihre Familienverhältnisse. Sie wurden oftmals heimlich und versteckt, also für den Betroffenen nicht sichtbar und ohne dessen Einwilligung gemacht. Und nun das. Ab sofort keine Notizen mehr im Predigtdienst. Also keine NH-Notizen mehr. Wir schreiben keine Rückbesuche mehr auf. Fremdsprachige Versammlungen haben keine Adresslisten mehr. Und wir geben auch keine Adressen oder Namen an andere Versammlungen mehr weiter. Dieser Paukenschlag wurde als revolutionäre Neuerung in allen Versammlungen Deutschlands und europaweit durch einen Brief der leitenden Körperschaft bekannt gemacht. Wie versucht man nun diese 180-Grad-Wende theologisch zu erklären? Diese Anweisung der leitenden Körperschaft ist wirklich revolutionär und jetzt entstehen natürlich eine ganze Menge Fragen. Ja, wie sollen wir unseren Dienst denn dann durchführen? Und wir haben großes Verständnis dafür, dass jetzt solche Fragen entstehen, denn seit Jahren und Jahrzehnten sind wir es so gewöhnt. Aber diese Methode fällt jetzt weg. Was jetzt passiert ist, dass wir einfach eine andere Methode verwenden. Ja, hier tauchen tatsächlich viele Fragen auf. Doch die wichtigste Frage, nämlich warum kommt die leitende Körperschaft gerade jetzt zu solch einer revolutionären Entscheidung, die alles bisher Praktizierte auf den Kopf stellt? Diese Frage wird hier nicht angesprochen. Es wird vielmehr so getan, als habe Jehova seinem Sklaven über Nacht diese befremdliche neue Anweisung vermittelt. Tatsächlich aber sieht sich die Wachturmorganisation lediglich von staatlicher Seite in die Pflicht genommen, das neue Datenschutzgesetz der Europäischen Union in die Tat umzusetzen. Auch die sogenannten Predigtdienstnotizen der Jehovas Zeugen müssen natürlich mit den rechtlichen Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten im Einklang stehen. Dies hat der Europäische Gerichtshof EuGH in einem Fall aus Finnland entschieden, bei dem die finnische Datenschutzbehörde der Religionsgemeinschaft die Erhebung und Verarbeitung der Daten untersagt hatte. Die bisherige Argumentation der Wachturmorganisation, es handle sich bei den Notizen doch lediglich um persönliche, private Notizen der einzelnen Verkündiger, für die die Religionsgemeinschaft datenschutzrechtlich nicht verantwortlich gemacht werden könne, wurde nicht anerkannt. Die Luxemburger Richter entschieden nun, die Datenschutzrichtlinien seien auch für die handschriftlichen Notizen der Verkündiger anwendbar. Schließlich könne auch die Organisation der Religionsgemeinschaft selbst als Verantwortliche im Sinne der Richtlinie angesehen werden, da die Wachturmorganisation ihre Mitglieder ja dazu ermuntere, im Rahmen der Verkündigung Daten zu sammeln und zu verarbeiten. Diese Hintergründe muss man kennen, um zu verstehen, warum die folgenden Argumente der Wachturmgesellschaft scheinheilig und unehrlich sind. Die Argumente, welche Thomas Fiala, Mitglied des Deutschen Zweigkomitees, in einer Ansprache zum Besten oder sollte man sagen zum Schlechtesten gibt, sind so ungeheuerlich, so absurd und scheinheilig, dass man nicht umhinkommt, sie mit einer Portion Sarkasmus zu kommentieren. Was jetzt passiert ist, dass wir einfach eine andere Methode verwenden. Und die leitende Körperschaft möchte das auch erstmal eine ganze Weile beobachten. Wie entwickelt sich das Ganze? Wie wirkt der Geist? Welche Methoden bewirkt der Geist, um unser Gebiet trotzdem gründlich zu bearbeiten? Toll, kann man da nur sagen. Aufgrund dieses Urteils des EuGH will die leitende Körperschaft nun also eine Zeit lang beobachten, wie der Geist in Zukunft wirkt und zu welchen Methoden der Geist Gottes seinem Sklaven rät. Wurde der Sklave all die Jahrzehnte etwa nicht durch den Geist geleitet?
In der Vergangenheit galten Personen, die im Notizenführen nachlässig waren oder gar die angeführte biblische Grundlage in Frage stellten, als unreife Verkündiger angesehen, die ihren Predigtdienstauftrag nicht ernst nahmen und sogar Blutschuld auf sich luden. Doch nun sieht man sich genötigt, die Argumente dieser schwachen Verkündiger den Versammlungen in Europa als neues Licht, als eine neue Predigtdienstmethode zu verkaufen? Statt einfach zu sagen, liebe Brüder, wenn wir weiter Notizen über Personen machen, ohne sie zu fragen und diese Notizen verwalten und weitergeben, verstoßen wir gegen die Datenschutzrichtlinien der EU. Stattdessen verkauft man das Befolgen des Gerichtsentscheids des Europäischen Gerichtshofs als revolutionäre Neuerung, als neue Methode des Predigtdienstes. Dabei scheut man sich auch nicht, biblische Aussagen eigenzweckdienlich zu verdrehen. Wir ändern jetzt unsere Methode. Vielleicht hier noch ein Hinweis. Man könnte denken, dass diese Datenschutzgrundverordnung jetzt unserem Predigtwerk einen Strich durch die Rechnung macht. Betreffs des nun herrschenden Notizenverbots durch den Europäischen Gerichtshof wartet die Wachturmorganisation nun in bekannter Nabelschau-Manier flugs mit neuen theologischen Erklärungen betreffs der wahren Bedeutung dieser Neuentwicklung auf und präsentiert ihrer Anhängerschaft altbekannte Weisheiten, als habe die WTG eine private Direktstandleitung zum Allmächtigen. Hier einige weitere Kostproben. Wer ist verantwortlich für das Predigen? Das ist Jehova und Jesus. Sind Jehova und Jesus irgendwelchen Datenschutzrichtlinien unterworfen? Natürlich nicht. Wenn es darum geht, Menschen zu finden, die zum ewigen Leben richtig eingestellt sind, das ist der größere Blickwinkel, das müssen wir uns verinnerlichen. Wenn es darum geht, diese Menschen zu finden, braucht Jehova keine Notizen. Toll, kann man da nur sagen, und dem Sklaven zu dieser späten Erkenntnis gratulieren. Man tut nun so, als ob man diese Haus-zu-Haus-Notizen eigentlich nicht nötig habe. Ein einfacher Verkündiger, der diese Ansicht in der Vergangenheit offen vertreten hätte, wäre wohl als Abtrünniger ausgeschlossen worden. Musste erst der Europäische Gerichtshof dem Sklaven auf die Sprünge helfen, damit dieser zu der überwältigenden Erkenntnis kommt, Notizen sind eigentlich doch nicht erforderlich? Jehova hat ganz andere Methoden. Jehova hat viel mehr Engel als Verkündiger. Und das ist jetzt die neue Perspektive, die wir, wie gesagt, verinnerlichen müssen. Wir haben uns bisher sehr stark auf unsere Notizen verlassen, um diese Menschen zu finden. Und jetzt haben wir keine Notizen mehr und der Himmel wird uns trotzdem zu diesen Menschen führen. Aber das ist nicht erst so, seitdem die EU ihre neue Datenschutzverordnung erlassen hat. Der Schöpfer ist überhaupt auf nichts von uns angewiesen, auch nicht auf das, was die Organisation meint, in seinem Namen organisieren zu müssen. Aber wer ist verantwortlich für das Predigen? Das ist Jehova und Jesus. Diese überwältigende Erkenntnis sollte eigentlich nicht neu sein. Doch man erinnere sich, bis genau vor dieser neuen Situation galten exakt gegenteilige Anweisungen. Und auch diese hat die WTG natürlich biblisch zu begründen gewusst. Da war sogar von Blutschuld die Rede, wenn ein Verkündiger zu seiner Notizentätigkeit lässig und halbherzig eingestellt war. Aber eigentlich ist es sowieso schon immer der Himmel gewesen, der uns zu diesen Menschen geführt hat. Und jetzt haben wir keine Notizen mehr und der Himmel wird uns trotzdem zu diesen Menschen führen. Aha, wie soll man denn das jetzt verstehen? Will man nun sagen, egal wie sehr ihr euch in der Vergangenheit in Verbindung mit den Notizen bemüht habt, das war eigentlich alles sinnlos? Der Himmel wird uns sowieso zu den richtigen Menschen führen, ob mit oder ohne Notizen? Da kann man sich nur verwundert fragen, was kümmert den Sklaven sein Geschwätz von gestern? In der Vergangenheit gab es in regelmäßigen Abständen Riesenansprachen samt praxisnahe Demonstrationen darüber, wie exakt, genau und gründlich man doch beim Notizenmachen sein sollte, weil unser Seelenheil und das all der Menschen in unserem Gebiet davon abhängt.
Mit Jehovas neuem Licht und seinem himmlischen Wagen Schritt zu halten, ist oft wirklich ganz schön anstrengend. Aber keine Sorge, für jede noch so widersprüchliche Neuerung findet der Sklave immer wieder eine begeisternde biblische Begründung, je nach Sachlage, Notwendigkeit und Umstand. Diesmal muss Psalm 14,2 herhalten zur hanebüchenen Scheinargumentation. Lass uns hier mal eine kurze Passage aus der Bibel betrachten, die das deutlich macht. Psalm 14 im Vers 2. Da wird Folgendes gesagt, Psalm 14, Vers 2. Doch Jehova schaut vom Himmel auf die Menschen hinunter, um zu sehen, ob irgendjemand Einsicht hat, ob irgendjemand Jehova sucht. Also was macht Jehova schon immer? Jehova beobachtet vom Himmel und sucht nach Menschen, die ihn suchen. Also das ist Jehovas Aufgabe. Das ist gar nicht in erster Linie unsere Aufgabe, das macht Jehova. So, was macht jetzt Jehova, wenn er jemand gefunden hat, der ihn sucht? Also die WTG behauptet, Jehova suche gemäß Psalm 14,2 nach Menschen, um sie in seine Organisation zu führen. Das Dumme daran ist nur, dass davon in Psalm 14,2 überhaupt nicht die Rede ist. Es geht nicht im geringsten um das Einsammeln von guten Menschen, die es wert sind, weiter betreut zu werden, um dann in die Organisation Jehovas geführt zu werden. In üblicher WTG-Manier werden nämlich die Verse davor und der folgende Vers 3 außer Acht gelassen. Kurzum, in diesem Psalm geht es um den allgemeinen Unglauben und die Bosheit des Menschen. Wir lesen: Dummköpfe denken, es gibt keinen Gott. Sie richten Unheil an und tun abscheuliche Dinge. Keinen gibt es, der Gutes tut. Jahwe blickt vom Himmel auf die Menschen herab, will sehen, ob einer dort verständig ist, wenigstens nur einen, der Gott wirklich sucht. Doch keiner tut Gutes, nicht einer davon. Der Kontext zeigt, dass Jehova vergeblich nach Menschen Ausschau hält, die ihn suchen, die er als gut und gerecht einstufen könnte. Der Schöpfer stellt also fest, dass es unter den Menschen keinen gibt, der es verdient, als gut bezeichnet zu werden. Genauso hat auch der Apostel Paulus Psalm 14, Vers 2 verstanden. In Römer 3, Vers 9 zitiert er ihn in folgendem Zusammenhang. Was sagen wir denn nun? Haben wir einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Menschen unter der Sünde sind, wie geschrieben steht. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Auch die Verbindung, die Fiala zu Lydia, der ersten Christin auf europäischem Boden, herstellt, wirft in Verbindung mit dem Thema Haus-zu-Haus-Notizen mehr Fragen auf, als beantwortet werden. Da gibt es ein Beispiel im ersten Jahrhundert. Jehova hat offensichtlich die Lydia in Philippi entdeckt. Die Lydia hat nach Gott gesucht. Nur Jehova hat sich gefragt, wie bekomme ich jetzt die Lydia an die Wahrheit hin? Und hunderte von Kilometern weiter weg in Lystra hat er den Paulus gesehen. So, wie bekommt Jehova jetzt den Paulus zu Lydia? Weil Paulus hat letztlich Lydia in die Wahrheit gebracht. Da waren keine Notizen im Spiel. Paulus ist einfach losgelaufen, wusste gar nicht, wohin er läuft. Er wollte nach Kleinasien, da hat er viele Menschen vermutet, denen wollte er predigen. Und dann hat der Geist es ihm verwehrt, weiterzulaufen. Und dann hat Paulus überlegt, was mache ich, wo gehe ich jetzt hin? Zurück macht keinen Sinn, da komme ich gerade her, gehe ich rauf oder runter. Dann ist er nach Norden gegangen, wieder ein paar Tage gelaufen, dann hat ihm der Geist es wieder verwehrt. Und dann ging Paulus wieder weiter nach Westen, nach Troas. Dort hat der Himmel wieder eingegriffen. Da kam der mazedonische Mann ihm im Traum. Dann ist er übergeschifft und ist dann nach Philippi gelaufen. Und in Philippi hat er die Lydia entdeckt. Ja, wie ist die Lydia in die Wahrheit gekommen? Das ist Psalm 14, Vers 2. Jehova hat sie entdeckt. Diese Begebenheit aus dem ersten Jahrhundert kann man als Beleg dafür ansehen, dass Gott auch heute Menschen zu Christus, nicht zu einer Organisation, führt. Insofern hat die WTG tatsächlich recht, wenn sie ihr Notizensystem der Vergangenheit als sinnlos erkennt.
Dennoch, die Ansprache beweist, dass die WTG oder der treue und verständige Sklave in Wirklichkeit keinerlei inspirierte Informationen über das Thema Notizen machen hat. Über Notizen machen steht nichts, wie der Redner vom Steinfels so treffend belegt, in der Bibel. Aber eines stimmt. Wir brauchen dann keine Notizen mehr. Wenn Jehova möchte, dass wir jemand finden, dann werden wir jemand finden. Richtig, liebe Wachturmorganisation. Noch einmal, Jesus und seine Engel führen die Menschen zum Vater. Doch diese Erkenntnis möchte die WTG natürlich nicht überbetonen. Sie ist absolut nicht in ihrem Interesse. Deshalb folgt auch gleich die ernste Ermahnung, im Predigtdienst auf keinen Fall nachzulassen. Und das bedeutet nicht, dass wir jetzt nachlässig werden, sondern in dem Brief wird deutlich gemacht, wir möchten weiter mit großer Intensivität Menschen zur Wahrheit bringen. Wir möchten Bibelstudien fördern. Ja, ihr Lieben, lasst jetzt nur nicht nach, indem ihr etwa denkt, die Engel werden es schon richten. Nein, mit noch größerer Intensität und noch mehr Eifer werden wir jetzt auf Bibelstudien hinarbeiten. Und vielleicht ist jetzt diese neue Methode, die wir haben, eine Möglichkeit, um den Menschen, die wirklich ernsthaft Interesse haben, noch größere Aufmerksamkeit zu schenken. Denn wer in meinem Gebiet NH ist, das vergesse ich nächste Woche, ich weiß es nicht mehr, wo NHs sind. Oder Rückbesuche, die vielleicht nur wenig Interesse haben, ich kann mich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern. Aber die guten Leute, an die kann ich mich erinnern. Und dafür wird der Geist auch sorgen. Und wir konzentrieren uns deshalb in der Zukunft noch viel mehr bei diesen Menschen Bibelstudien zu beginnen. Alles wie gehabt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Vertrauen des Sklaven zu den Möglichkeiten und Fähigkeiten der Engel und von Jesus Christus nicht so richtig groß ist. Also halten wir fest. Die Engel sollen dafür verantwortlich sein, dass Menschen in die Organisation Jehovas strömen. Doch angesichts des Rückgangs der Mehrung in Europa scheinen diese Engel die Angelegenheit wohl nicht ganz so ernst zu nehmen. Oder gibt es in Europa keine Menschen mehr, die Gott suchen? Die ausbleibende Mehrung könnte aber auch ein Indiz dafür sein, dass die Engel eher daran arbeiten, Menschen von dieser angeblichen Organisation Gottes fernzuhalten. Wie dem auch sei, Fiala versucht verzweifelt, der neuen Methode des Haus-zu-Haus-Dienstes ohne Notizen auch etwas Positives abgewinnen zu können. Vielleicht führt ja die neue, sensationelle, notizenlose Predigtmethode zu atemberaubender Mehrung. Also der Gedanke ist einfach, Jehova braucht gar keine Notizen. Und diesen Gedanken müssen wir verinnerlichen. Wir wollen einfach in Zukunft noch viel mehr auf Jehova vertrauen. Was passiert denn, wenn morgen ein Verbot kommt? Und wir dürfen vielleicht gar nicht mehr von Haus zu Haus gehen. Wir können nicht mehr diese Methode durchführen, wie wir sie bis heute gewöhnt sind. Nun, dann wird das Predigtwerk nicht langsamer werden. Wir werden nur neue Methoden finden und uns noch mehr auf den Himmel verlassen. Und vielleicht ist jetzt diese neue Methode, die wir haben, eine Möglichkeit, um den Menschen, die wirklich ernsthaft Interesse haben, noch größere Aufmerksamkeit zu schenken. Wir werden also ab jetzt nicht mehr jedem noch so kleinen vorgefundenen Interesse nachgehen, sondern uns auf die einprägsamen Gespräche konzentrieren und dort versuchen, HBs einzurichten. Na toll, wie soll man das nun verstehen? In der Vergangenheit war es eine heilige Pflicht, jedem noch so geringen Interesse nachzugehen und nun nicht mehr? Hat uns das Notieren also im Grunde genommen sogar daran gehindert, unseren Auftrag gründlich zu erfüllen? Vielleicht will Jehova ja nicht mehr, dass wir Zeit mit stundenlangen Kreuz- und Querfahrten im Gebiet und erfolglosen Rückbesuchsversuchen vergeuden, um Zeit zu schinden. Ja, die ganze Ansprache wirft mehr Fragen auf, als sie Antworten liefert. Vielleicht, eventuell, wahrscheinlich, alles gründet sich auf Wunschvorstellungen, Mutmaßungen, Hypothesen, Theorien. Es könnte sein, es erscheint vernünftig und so weiter. Der Himmel wird uns zu den Menschen führen, der Geist wird uns zu den guten Rückbesuchen führen. Mal wieder eine Märchenstunde vom Steinfels. Und das ist etwas, was wir als Bethel-Familie auch in die Versammlungen tragen möchten, diese positive Einstellung gegenüber dieser neuen Anweisung.
wir vielleicht im Moment nicht gleich verstehen. Diese Direction, diese Anweisung der leitenden Körperschaft ist wirklich revolutionär und jetzt entstehen natürlich eine ganze Menge Fragen. Ja, diese neue Predigtdienstmethode wirft tatsächlich viele Fragen auf. Zum Beispiel, was, wenn diese DSGVO nicht in Kraft getreten wäre? Hat Jehova diese DSGVO bewirkt? Was, wenn morgen die DSGVO abgemildert oder gar aufgehoben wird? Gelten diese aktuellen Anweisungen bezüglich dieser neuen Methode nur für die Zeugen Jehovas in der EU? Doch von solchen Fragen und Überlegungen lassen sich begeisterte Zeugen nicht weiter irritieren. Erfahrungsgemäß herrscht großes Schweigen im Walde, wenn man ihnen solche Fragen stellt. Denken und Fragen ist ja grundsätzlich verpönt. Bei der Masse der Zeugen Jehovas gilt nicht, wer nicht fragt, bleibt dumm, sondern wer fragt, ist böse und auf dem Weg zur Abtrünnigkeit. Diese Anweisung, die wir vielleicht im Moment nicht gleich verstehen, wir werden sie loyal unterstützen im vollen Vertrauen, was Jehova auch ohne Notizen bewirken wird. Da sind wir uns absolut sicher. Es ist also wie immer. Die WTG sagt Hü, alle Zeugen Jehovas klatschen begeistert. Und wenn der Wind sich dreht, sagt die Wachturmorganisation Hott und alle Zeugen Jehovas stimmen euphorisch zu. Die WTG dreht sich nach links, super, ach wie toll. Die WTG springt hoch, alle schlagen Purzelbäume vor Begeisterung. Es ist wie in Nordkorea und Co. Klaköre, bezahlte Klatscher, die Partei hat immer recht. Und so wird auch nun wieder treu und brav applaudiert, ob des neuen Lichts und der neuen segensreichen, notizfreien Predigtdienstanweisungen. Nordkorea lässt grüßen.